herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Und ich denke auch weitestgehend zum Abschluss ihrer Fahrstunden. Herr Black. So, jetzt ziehen Sie ein bisschen hier geradeaus hoch. Ja. Und dann müssen Sie hier rückwärts rein. Königsdisziplin. Moment, lassen Sie mich kurz raus, dann kann ich Sie ein bisschen dirigieren. Also Sie müssen rückwärts da hoch, wo das Gerät da hinten steht. Und bisher wird das ja wohl alleine schaffen. Ja, zum anderen Tor rein. Ja, also so ein bisschen das Verständnis, das hat er ja schon. Stopp! Ja, so rum, ruhig rückwärts. Genau. Ja, gut, kommen. Andersrum. Und gerade. Noch ein Stück, langsam. Und andersrum, ja genau, so rum, komplett. Und dann andersrum. Langsam. Ja, jetzt ziehen Sie noch mal ein bisschen vor. Und dann gucken Sie mal, dass die Mulde hinten, das Hinterteil an dem gelben Trichter ist. Verstehen Sie? So viel habe ich noch keine meiner Fahrschüler abverlangt. Herr Black? Ja? Sehen Sie die gelbe Mulde? Ja. Langsam. Bin ich hinten dran? Viel passt nicht mehr durch. Aber wo wollten Sie denn hin? Kommen Sie mal raus. Gucken Sie mal, wo Sie hätten hin müssen. Hier. Ach, da hätte ich hin sollen. Ja, Moment, ich fahr mal kurz hin. Das ist ziemlich schwierig hier. Da muss man immer ein bisschen rumrangieren. Können Sie mal gerade gucken, wie weit ich noch hinten Luft habe? Natürlich. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Und stopp. Ist das Hinterteil jetzt schon oben? Sehen Sie, dieser Anhänger, der ist nämlich besonders. Der kann nämlich sowas hier. Ah. Und dann kann man hier einfach in den Trichter reinfüllen. Den habe ich extra hierfür gekauft.
So, hier stelle ich. Wo sind sie denn? Oh, ich bin hier. Hier stelle ich nämlich aus Hackschnitzeln gepresste so Kohlebriketts her. Kennen Sie die Eier da? Ja. Werden Kohlebriketts draus. Da haben wir so eine Palette rumstehen. So zum Grillkohle und so. Und die Gemeinde benutzt es auch zur Förderung im Wasserwerk. Zur Wasserförderung. Ach so. Gut, dann fahren Sie gerade noch mal rüber, hängen den Langholzanhänger an und dann treffen wir uns drüben. Soll ich den jetzt hier so stehen lassen dann, oder? Ja, ich habe schon abgekoppelt. Fahren Sie nur rein und rüber. Die Gemeinde steht da noch hier so ein Ding rum. Langsam. Noch ein Stück. Fahren Sie noch ein bisschen runter. Der rastet dann ein. Das sehen Sie dann. Noch ein Stück, gut. Jetzt einrasten. Genau. So, kommen Sie mal raus. Gucken Sie mal da unten. Da? Also, wie Sie sehen, wir haben schon einen Unterfahrschutz. Aber bei so hohen Büschen, da hilft der auch nicht. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, weil nachher hängt Ihnen das ganze Astgezeug im Getriebe oder da zwischendrin und macht Ihnen die ganzen Achsmanschetten kaputt. Okay. Und da müssen Sie schon ein bisschen aufpassen. Und vor allem auch hier hinten, wenn die, da laufen ja überall die Hydraulikschläuche lang, passt Sie da lieber auf. Verstanden. Gut. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wahrscheinlich Holz transportieren. Nein, was müssen Sie jetzt machen? Mit dem Ding fahren wahrscheinlich. Nein, was machen Sie vorher? Überprüfen, ob alles funktioniert. Ja. Licht, ja. Ja. Nein. Ah, jetzt, ja. Rückwärts. Warnblinker geht. Ja. Rückwärts. Ja. Gut, was müsst ihr noch überprüfen? So, Licht haben wir. Rückwärts. Speziell, also würde ich Ihnen das empfehlen, generell, wenn Sie im Wald unterwegs sind. Gucken Sie sich mal einfach die Laufflächen der Reifen an. Nachher steckt Ihnen da ein Holzprügel drin. Also die Reifen überprüfen. Genau. Vor allem im Wald, weil da gibt es doch mal so ein bisschen scharfkantige Holzstückchen, die können sich da schon mal leicht reinbohren. Aber sieht alles gut aus. Gut. Dann fahren wir zurück zu mir in den Hof. Zu wem? Zu Ihren? Zu mir, ja. Das ist ja Gespräch, sind Sie ja noch nicht, ne? Ah, das wird noch. Okay. Beim ersten, zweiten oder dritten Bier? Oh, noch. Ah, sorry, Telefon wieder. Holger Varuna, hallo. Hallo, das ist der Neumann. Was wollten ihr heute alle von mir?
Ja, ich will steuern. Ja, wie viel? 5.200. So, bitteschön. Und wie sieht's mit Kredit aus? Moment, hier links, ja? Ja, ja, genau. Wie bitte? Sieht's mit Kredit aus? Hier rechts. Was? Kredit. Ich höre immer nur Ingrid. Kredit. Ach, Kredit. Ja, hab ich noch. Ja, bezahlen. Ach so, bezahlen. Wie viel? Können Sie hier links ranstellen und abstellen? 31.500. Wie viel? 31.500. 500. 31.500, ja. 31 Euro. 1.500. 1.500. Verarschen Sie mich? Nein, der LKW ist so laut, oder? Ich weiß auch nicht. Machen Sie mal aus, Herr Black. 31.500. Ah, jetzt habe ich es verstanden. 31.500. Ja, mache ich dann. Schicke ich dir später. Okay. Gut, bis dann. Dann. Ciao. So kann man die Kredit- oder die Steuerinstituten auch verarschen. Was heißt denn verarschen? Der Empfang war so schlecht. Ah, muss ich mir merken. Ja, das ist ein Tipp fürs Leben. Moment, ich muss mal gerade ins Tablet reingucken. Ich habe nämlich noch ein bisschen Zeug zu verkaufen. Dann könnte ich die Steuern auch zahlen. Den Kredit. Mohn 700. Dinkel ist halt noch nix. So, Sie können mal aussteigen. So, wie geht's Ihnen? Mir geht's gut, und Ihnen? Ja, also ich sehe bei Ihnen schon so ein paar leichte Schweißflecken unter den Armen. Ach, das ist nichts. Ich schwitze schnell. Ach so, okay. Transpirierend. Gut. Ich gebe der Führerscheinstelle Bescheid. Und dann kriegen Sie die Tage Post mit dem Führerschein. Okay, dann bedanke ich mich auf jeden Fall. Hat Spaß gemacht mit Ihnen. Ja, das freut mich. Und wie gesagt, wenn Sie mal die Schnauze voll haben von dem Kugelstank, dann kommen Sie einfach vorbei. Ich melde mich. Jo. Schönen Tag noch. Ebenso. Tschüss. Tschüss. So, warten Sie mal noch kurz. Den Dinger habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Mache ich auch mal ein Foto. Gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Klingelingeling. Hab ich am Apparat? Ach, der andere ist auch noch da. Servus. Ja, ich lebe auch noch. Servus. Ich dachte schon, Sie wären tot. Nee. Fortbildungen und so weiter. Ah, gut. Irgendwie, Sie treiben Ihre Mitarbeiter auch an für Fortbildung. Ja, muss so. Der Jürgen, der kommt ja gar nicht mehr raus aus den Fortbildungen. Keine Ahnung, was mit Jürgen ist. Er hat zu uns gesagt, wir wissen nur von einer Fortbildung, aber keine Ahnung, was mit dem ist. Okay. Ich wollte euch nur sagen, euer Praktikant hat den Führerschein soweit bestanden. Nur wenn der mal mit irgendwas unterwegs war, dann kontrolliert mal den Unterboden, der fährt gerne über Büsche. Oh. Nicht, dass er euch dann irgendwann irgendwelche Hydraulikschläuche abreißt. Danke für den Hinweis. Ja, müssen wir mal auf den Zahn fühlen. Ja. Er ist erst die zweite Woche bei uns.
Ah ja, okay. Ja, dann passt es ja noch. Gut. Dann, was kriegst du denn für einen Führerschein? 10 hat man ausgemacht. Ja, weiß ich das klar? Ja. Er kriegt dann die Tage Post von der Zulassungsstelle mit dem neuen Lappen drin. Mhm. Sollte angekommen sein. Ja, Moment. Ja. Oh, Mist. Ja, passt. Dankeschön. Bitteschön. Ciao. Ciao. So, das Feld ist in katastrophalem Zustand, ey. Aber das kriegen wir jetzt auch nicht mehr gebacken. Ich könnte vielleicht probieren, ob ich nochmal schnell drüber düngen kann. Aber viel mehr werde ich hier nicht mehr erreichen können. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming. Bis dahin, macht's gut. Ciao.